Ich hätte nie gedacht, dass diese Pilgerreise so anstrengend ist. Und dabei haben wir erst 400 Kilometer hinter uns. Ja, da fragt man sich schon manchmal, warum man das überhaupt alles macht. Wie kannst du dir diese Frage jetzt noch stellen? Weil mir der Rücken und die Füße wehtun. Dabei bist du auf deinen ersten 400 Kilometern Pilgerreise Gott begegnet. Ja, aber das hat doch alles seine zwei Seiten. Als ob diese Begegnung mit Gott eine Extraprüfung wäre. Meister sie. Wenn du meinst. Dann wollen wir mal wieder was.